Hallo Freunde der leichten Unterhaltung, da sind wir wieder zu PES 2018, Karriere mit Everton und das Derby steht an gegen den FC Liverpool, gegen Jürgen Klopps Truppe, die hier in dieser Saison Schwierigkeiten haben. Platz 6 momentan zwar wieder, könnten den Vorsprung verkürzen auf uns jetzt erstmal, auf 2 Punkte nur noch. Wir könnten, wenn wir gewinnen sollten, schön davonziehen mit 8 Punkten. Beim Unentschieden bleibt alles gleich. Und ja, das Spiel gegen Huddersfield liegt uns noch in den Knochen. Mal sehen, wie jetzt die Tagesform von einzelnen Spielern ist. Da bin ich gespannt. Oh, dieser Verein erwartet Siege, nichts weiter. Los an die Arbeit, holt euch den Sieg. Mehr Klopp als im wirklichen Klopp. Oh, das ist ja bei Roberts schon mal interessant. Keen würde ich dann eher mal. Sieht schon mal da gut aus. Ja. Vielleicht mal einfach auch hier mal ihn hinstellen. Ich würde trotzdem Klaassen bringen wollen. Ja, sehe nicht wirklich. Eigentlich müssten ja alle die Spieler top sein, die hier oder was blinken tut. So, Ziggy, Rooney. Dann hätten wir das für den Angriff. Davis, Kenny Williams. Ja, nehmen wir mal Funes Mori mit. Williams raus. Kenny nehmen wir mit. Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir so ran. Und Liverpool spielt mit Karius, Van Dijk, Klavan, Kolasinac, Klein, Wijnaldum, Henderson, Lallana, Ings, Mané und Firmino. Uiuiui. Das kann ja wieder was werden, Leute. Also von einem 0 zu 4 Niederlage wie gegen Leicester und einem 4 oder 5-0 Sieg wie gegen Arsenal ist eigentlich alles möglich. Hier an der Anfield Road. Stadion erhebt sich. Ausverkauftes Haus an der Anfield Road. Zu diesem Topspiel Jürgen Klopp. Salah überraschend, denke ich mal, auf der Bank. Aber vielleicht ist er hier im Spiel auch nicht der Topmann. Ings. Auf jeden Fall dafür auf dem Feld. Bolasie, Alario und Kron, wenn wir uns mit Gelb. Na dann wollen wir mal. Liverpool Anstoß von links nach rechts. Machen gleich mal einen Fehler von Klavan, Alario. Aber Henderson holt den Ball.
Passspiel funktioniert noch nicht. Alario! Und Karius. Star-Versuch. Ja, Ball gespielt. Rinaldum. Liverpool versucht in die Partie zu kommen. Aufbauspiel aber gelingt noch nicht ganz. Aber ja, das sieht man hier. Aber der Einsatz, der stimmt erstmal. Firmino raus auf Kolasinac. Und das wird als Foul angesehen. Ah ja. Freistoß Henderson. Abgewehrt. Klaasen. Aber kriegt den Pass nicht an den Mann. Und Ings ganz frei. Roberts. Stark pariert dort. Kommt da raus. Saved den Ball. Und ist nochmal da. Firmino mit der nächsten Gelegenheit. Liverpool schießt sich warm. Hier nochmal Roberts. Muss da alles riskieren. Zweimal Weltklasse-Tat. Henderson mit der Ecke. Oh, wenn den Alario noch ein wenig besser bekommt. Schön gespielt. Alario hat Platz. Sieht Klaasen und er macht's. 1-0 für Everton. Klasse Kontertor. Klaasen macht das 0-1 an der Anfield Road. Walcott auf Alario und der sieht Klaasen ankommen. Und der vollendet. Und da zeigt, da sieht man die Spieler, die in der Aufwärtstrend sind. Klaasen und auch Alario. Liverpool hätte führen können. Aber Roberts stand da halt im Weg rum. Jetzt aber die nächste Gelegenheit. Firmino. Wijnaldum. Und Roberts. Dritte Riesenparade für die Nummer 1 im Tor vom FC Everton. Lenkt das Ding um den Pfosten. Wird immer stärker. Klein. Lallana. Und Roberts. Raus auf Baines. Der auf McCarthy. Hat mal den Vorzug vor Snyder bekommen hat. Spielt Pass auf Alario. Und was machen die denn da hinten? Uiuiui, gefährlich. Aber Liverpools Sturm extrem gefährlich. Jetzt wieder über Klein. Kommt erstmal nicht an McCarthy vorbei. Auch beim zweiten Mal nicht. Und es gibt nur einen Wurf. Keine Ecke. Weiter Einwurf.
Da ist Robles wieder dran. Versucht. Oh. Kolasinic kommt da gerade noch ran. Oh. Das ging in die falsche Richtung, der Pass. Alario versucht wieder den Pass auf Walcott. Da ist Mané frei. Abwehr steht weiter. Nicht vollends safe. McCarthy. Bolasie, schön gemacht. Klaasen, kommt da aus dem Tritt. Mané. Flanke nicht gut. Robles. Sofort den Abschlag. Rausgespielt hier auf Walcott. Aber der kommt nicht ran. Kann da den Ball aber ein bisschen abfälschen. War aber nicht das günstigste, was da passiert ist. Ings und Robles. Was für eine Parade. Da sah die Abwehr wieder nicht gut aus. Hier. Zwar gut abgewehrt im ersten Moment Baines, aber direkt in die Mitte und da ist keiner von eigenen Team, sondern der nächste Spieler von Liverpool. Guter Versuch. Steht aber immer noch 0:1. Henderson, nächste Ecke. Walcott. Kann man meiner Ansicht nach pfeifen? Wurde es aber nicht. Spiel wird hektisch, dafür jetzt Freistoß für Liverpool. Henderson. Firmino. Und Robles. Nachspielzeit läuft. 1:0. Halbzeitpause für den FC Everton. Durch das Tor von Klaasen. Unverdient. Muss man so sagen. Sehen wir auch gleich an der Statistik. 5:2 Schüsse, 4:2 aufs Tor. Robles ist wirklich in der Weltklasse-Verfassung. Und das mit dem schrägen Daumen nach unten, aber halt die Form, zumindest das, diese Derby-Form, die ist halt wichtig hier. Schön gespielt. Kolasinac. Und Keane. Steht da Gold richtig. Und jetzt geht der Konter vielleicht immer in die andere Richtung. Walcott. Wird aber auch überrannt. Er. Klein. Mangala. Foulspiel angezeigt. Heieiei. An der Strafraumgrenze. Ja, da guckt er ganz betrüppelt. War doch gar nichts, Schiri. Das war doch nichts. Ja. Trifft Gegner und Ball, aber ich finde mehr Ball als Gegner. Und Alario, wenn es Alario war, ich weiß es nicht, wurde zumindest gerade unten angezeigt, der Name, spektakulär geklärt. Henderson, nicht gut gemacht. McCarthy. Der spielt einen interessanten Pass, der aber tatsächlich noch ankommt. Kann man versuchen von Baines. Bolasie hier. Flanke.
McCarthy, der die Schussgelegenheit kommt und dann Baines im Nachschuss. Steht weiterhin 1 zu 0. Interessantes Spiel hier an Anfield Road. Knappe Stunde vorbei. Liverpool ist überlegen. Keane. Und Liverpool macht auch ein bisschen mehr auf. Bolasie flankt. Walcott. Ja, das müsste abseits sein. Ja. Hätte ich nicht rangehen dürfen. Dann hätte man wahrscheinlich eine Ecke bekommen. Can. Kommt rein für Wijnaldum. Der deutsche Nationalspieler. Erfolgreiche Attacken. Salah ist auch im Spiel und Robles schmeißt sich da rein. Oh, böses Foul hier, böses Foul. Emre Can sieht gelb. Will wohl gleich mal ein Zeichen setzen. Foul an Bolasie. Vierundsechzig Minuten sind um, wir werden auch mal Wechsel vornehmen. Bolasie. Genug geackert. Wir werden mal Sigi bringen. Vielleicht sogar als hängende Spitze. So, mal so ein bisschen weiter in die Mitte führen. Den Raum ein bisschen noch enger gestalten. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Können wir uns erlauben? Es ist zwar erst die 65. Minute. Baines mit dem langen Ballversuch. Ja, der kullert durch. Kommt keiner ran. Karius wirft den Ball weit auf Klein. Und Gelegenheit Salah auf Mané raus. Kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle. Baines. Salah jetzt und Robles ist wieder da. Wie viele Chancen braucht der FC Liverpool noch? Der Typ ist ja verrückt. Salah kann sich nicht durchsetzen im Kopfballduell. Und auch Firmino kommt da zwar ran, aber kann nicht entscheidend den Kopfball zum Tor bringen. Alario gut raus auf Siggi. Bleibt hängen. Gott. Aufgepasst, Kolasinac, Firmino kommt da nicht ran. Auch gut dazwischen gegangen. Ui. Alario rauf auf Sigurdsson. Der bleibt wieder hängen, wie schon beim Versuch davor. Firmino. Und Keane. Passt da stark auf. Auch hier wieder Sigurdsson, aber verliert schon zum dritten Mal den Ball. Kann man jetzt sagen, das ist nicht seine Position, aber
Es ist ja nicht das erste Spiel, wo es nicht läuft. Ecke für Liverpool. Wir werden unsere letzten beiden Wechsel machen. Mané raus, Chamberlain kommt bei Liverpool. Walcott werden wir mal rausnehmen, Rooney noch bringen. Und wir stellen mal Calvert-Lewin ganz vorne rein. Und werden jetzt noch versuchen, mehr defensiv hier klein. Oh, der verpatzt den Ball. Coleman. Schlechter Pass. Rooney auf Calvert-Lewin. Der vertändelt auch zu schnell den Ball. Keine 5 Minuten mehr plus Nachspielzeit. Salah verliert auch zu schnell den Ball auf der anderen Seite. Aber auch beide Seiten jetzt mit vielen Fehlpässen. Chamberlain. Und Robertson hat den Ball. Nachspielzeit. Wie viel? 2 Minuten gibt's. Wieder verliert Sigi, glaube ich, den Ball. Flanke für Minho. Und es gibt noch mal eine Ecke. Es gibt noch mal eine Ecke. Ich glaube, Keane hat da geklärt. Also die Abwehr jetzt doch ganz gut da hinten. Ballert alle draus, was da in den Strafraum kommt, wie auch hier. Jetzt nochmal Chance für Klein. Can, der Ball ist raus und das ist der Sieg für Everton gegen Liverpool. Der Derby-Sieg, Klaassen mit dem entscheidenden Tor in der 20. Minute bereits. Liverpool kann es nicht fassen. Wieder eine bittere Niederlage für sie in dieser Saison. Neben den Ausscheiden schon in der Gruppenphase der Champions League. Sechzehnte Minute, Firmino. Da fing alles an. Robles, Man of the Match. Auch wenn Klaassen das Tor gemacht hat, aber er hielt da hinten die Null. Hier sehen wir das Tor. Wunderbar gekontert. Schnelles Umschaltspiel, das, was er eigentlich auch Klopp und seiner Truppe verlangt. Die gut gespielt haben, sensationell, aber diesmal hatten wir auch ein bisschen Glück auf unserer Seite und halten Robles, an dem kein Vorbeikommen war. 22 Minuten Wijnaldum. Ja, Weltklasse gespielt und Robles. Ings mit diesem Schuss und auch hier Robles. Boah. Firmino 45. Ah, der war dann doch gut zu parieren. Ja, die Szene muss man nicht unbedingt dreimal zeigen. Also da hatten wir eben die Schüsse davor. Oder viermal sogar. Ist ja gut, Leute. Macht weiter. Dann 57 Minuten McCarthy. Wir haben eine Chance für uns. Ah, naja. Salah, 64. Minute, kam in die Partie, hat sofort gewirbelt. Ja, hier Robles zwar den Ball gehabt, aber schräg nach vorne abklatschen lassen, dann Can 65 Minuten Foulspiel, kam in die Partie, holt sich gleich die Gelbe ab. Ansonsten war nicht viel von ihm zu sehen. 3 Minuten später Salah wieder der Gelegenheit, aber Robles.
The Robblenator. 69 Minuten Firmino. Aber ja, der war dann doch keine große Bedrohung. 83 Minuten Lallana. Gut gespielt. Aber die Abwehr dazwischen, die heute, wie auch hier man gesehen hat, sehr gut an den Männern trotzdem stand. Wie hier Keane, der ein sehr gutes Spiel in der Innenverteidigung gemacht hat, sich auch beworben hat für die Position. 94 Minute Can da nochmal, aber vorbei. So endet dieses Spiel mit 0 zu 1. Bester Mann Robles, ja, das war klar. Weltklasse-Spiel. Und wir gucken mal die Partien am 18. Spieltag, wie die ausgegangen sind. Leicester gegen Huddersfield 1 zu 0, Liverpool Everton 0 zu 1, Newcastle Bournemouth 3 zu 0, Southampton Manchester United 3 zu 1, Man Uniteds zweite Pleite in dieser Saison, Stoke gegen Manchester City 0 zu 3, Swansea Arsenal 0 zu 2, Tottenham verliert gegen Burnley 1 zu 3, Woodford Brighton 0 zu 0, West Brom Chelsea 2-2 und West Ham gegen Crystal Palace 1 zu 1. Das mischt ja ein bisschen was hier durch in der Tabelle. 44 Punkte, ManU bleibt weiterhin trotz alledem 6 Punkte vor Arsenal, die jetzt Zweiter sind. Und auch wir sind auf Platz 3-1 vorgerückt mit 36 Punkten. Tottenham nur noch Vierter von 2 runter mit 36 Punkten. Man City jetzt neuer Fünfter mit 30 Punkten. Liverpool bleibt Sechster, 28. Chelsea nur auf der 9. Und ganz unten Crystal Palace jetzt auf dem Abstiegsplatz abgerutscht. Huddersfield und Woodford bleiben dort unten. Was mir noch aufgefallen ist jetzt nebenbei, was ich noch gar nicht erwähnt habe, es gibt, wie es aussieht, wenn jetzt nicht vielleicht sich im direkt im Spiel einer sich verletzt, gibt es, wie es aussieht, keine Verletzung. Gao Li Jiang, Fußballer Asiens, Fußball des Jahres. Sieht ein bisschen im Gesicht aus wie C. Roberto. Nee, hallo. Danke, danke. Clubrangliste wurde aktualisiert. Ihm wurde der Trainerposten bei Manchester United und bei Universidad de Chile angeboten. Viele Sachen, die wir uns also hier nochmal angucken können. Trainerkarriere. Oh, interessiert mich aber nicht. Aber schon interessante Sachen dabei. Ja, ist ja gut. So, jetzt zufrieden. Ja. Individuelle Titel gucken wir uns an. Platz 2 für T.Pass. Und Platz 3 Hinmoemun. Sagen mir alle drei nichts. Und die Platzierung, wie sieht es denn aus? Die Clubrangliste. Real Madrid, Juventus, Bayern, Barcelona, Man United, die Top 5. Und wir sind hinter Borussia Dortmund auf der 17. Premier League Clubs, also Man United der beste. Arsenal, Chelsea, Man City und Tottenham. Das sind 5. Platz 6 von den Premier League Clubs. Wir sind vor Liverpool, also das will auch was heißen. Schön, schön. Freut mich zu hören. Da sieht man mal, wie viele Mannschaften hier jetzt doch vertreten sind. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, dann haben wir mal wieder gewonnen. Und ja, ihr seht es, die Hinrunde nähert sich dem Ende mit dem Spiel gegen West Brom. Dann haben wir wirklich die Hinrunde, ja, ist dann geschafft. 19 Spiele sind dann um. Und da bin ich auch mal auf dem Fazit, was ich dann machen werde, gespannt. Und ja, dann beginnen am 1. Jahr die Transfers. Und nach dieser Partie von Robles ist der mittlerweile schon, boah, er spielt gut. Und da muss man ganz eindeutig sagen, also er bleibt auf jeden Fall im Kader. Stekelenburg geht ja. Pickford werden wir sehen.
Aber momentan jetzt Robles nach dem Spiel und er hat schon gute Paraden drin gehabt. Bin ich mal gespannt, wie ich mich entscheide. Aber ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Änderungen sehen im Kader zur Rückrunde hin, gerade in der Innenverteidigung. Und ja, dann war's das für diese Folge. Und wir sehen uns dann gegen West Brom wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.